Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und die Tastatur kennt ihr vielleicht, denn die seht ihr ab und an mal hier links im Video, wenn ihr schon öfter auf diesem Kanal die Videos geschaut habt. Das ist meine Apple-Tastatur, die ich an meinem MacBook benutze. Das ist aber natürlich nur eine von vielen Tastaturen auf dem Markt. Und eine Sache ist tatsächlich immer mehr im Kommen und das ist das Thema mechanische Tastaturen. Deswegen freue ich mich, dass auch ich, der ich überhaupt keine Ahnung von mechanischen Tastaturen habe, jetzt von MonsGeek bzw. Akku die Gelegenheit bekommen habe, die M1 V5 mir einmal anzuschauen und zwar genauso unbedarft wie ihr vielleicht, gehen wir daran. Viel Spaß mit dem Video. Ja, wie schon erwähnt, wir haben die V5 hier, sprich es ist eine der Generationen oder eine vielmehr eine fortgeschrittene Generation schon von dem M1 Keyboard. Wir haben drei verschiedene Betriebsmodi, kommen wir später noch dazu, dass man die auf drei verschiedene Arten und Weisen mit eurem Rechner, einem Windows oder einem Mac verbinden kann. Und wir gucken uns jetzt einfach mal an, was so drin ist. Und wie gesagt, es ist meine erste mechanische Tastatur, die ich tatsächlich in Händen halte. Also insofern seht es mir nach, wenn im Laufe des Videos irgendwelche Beschreibungen oder Argumente nicht ganz richtig sind, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich versuche da ja auch dazu zu lernen, auch wenn ich mich versucht habe, vorab etwas einzulesen. So, gucken wir uns jetzt einmal hier das ganze Thema an. Da haben wir hier eine Art, nennen wir es mal Butterbrotpapier, welches so ein bisschen den hochwertigen Anspruch hier vielleicht auch gerecht wird. Am Ende ist die MonsGeek M1 V5 aber keine mechanische Tastatur der Oberklasse, sondern ich würde mal sagen, nach dem, was ich mir so angelesen habe, Mittelklasse vielleicht und vom Preis her halt auch recht attraktiv, sodass man da durchaus auch, wenn man jetzt nicht gerade direkt 500-600 Euro ausgeben will, die Möglichkeit hat, halt in diesen Bereich mal einzusteigen und mal reinzuschnuppern. Bietet ja ganz viele Vorteile der Bereich mechanische Tastaturen. Das ist ganz klar. Wir haben hier einmal die Bedienungsanleitung. Da seht ihr, was wir alles einstellen können. Und wir können tatsächlich relativ viel einstellen, weil die Tastatur auch, nennen wir es mal, ein Eigenleben hat sozusagen. Dann haben wir hier im Hintergrund haben wir noch eine kleine Box. Was haben wir da noch drin? Grundsätzlich müsste ja noch viel zu... Ah ja, okay, das ist genau der Punkt. Denn mechanische Tastaturen sind natürlich dafür prädestiniert, dass man sie einfach auseinanderbauen kann. Und das sind hier alles Bestandteile, die quasi dazu führen, dass ihr da entweder Dinge austauschen könnt, Dinge selber dran verbessern könnt, Geräusche anpassen könnt, kaputte Gegenstände austauschen könnt und so weiter und so fort. Und insofern gucken wir uns jetzt gleich im nächsten Schritt einmal das gesamte Zubehör an, weil alles das, was ihr hier seht, ist halt mit in dem Karton drin und vielleicht weiß der ein oder andere nicht genau, wofür es geeignet ist. Und ja, das versuche ich euch jetzt im nächsten Schritt mal zu erklären und zwar für jemanden, der wirklich, wie gesagt, keine Ahnung von mechanischen Tastaturen hat. So, also, wie gesagt, das hier ist jetzt erstmal die Tastatur, dazu kommen wir aber dann später nochmal. Grundsätzlich habt ihr dieses gesammelte Zubehör hier und einiges dürfte für alle klar sein. Wir haben hier einmal die Möglichkeit, das Kabel oder beziehungsweise die Tastatur mit dem Kabel mit eurem Windows oder Mac zu verbinden. Dafür ist hier auf der Rückseite ein USB-C-Anschluss, der hier nochmal geräuschgedämmt ist, damit quasi das Kabel dann drin nicht wackelt und so weiter und so fort. Das ist aber vielleicht das, was die meisten von euch kennen, denke ich. Da braucht sich wahrscheinlich keiner Gedanken zu machen. Das nächste, was wir haben, ist hier so ein 2,4 Gigahertz Dongle. Das dient dazu, dass ihr damit quasi euer MacBook oder euren Windows-Rechner halt eben drahtlos über diesen Dongle verbinden könnt. Die dritte Option ist übrigens Bluetooth, falls euch das interessiert. Dann haben wir hier die Switches. Switches sind im Prinzip nichts anderes und ich zeige es euch jetzt gleich mal an der Tastatur, als das oder das Produkt, welches quasi euren Tastendruck aufnimmt. Denn das hier sind diese kleinen Dinger. Die gehen ab und an mal kaputt und wir könnt die hier wirklich super easy einfach selber tauschen. Sprich, wenn da einer kaputt geht, weil ihr viel schreibt oder weil ihr intensiv auf einer Taste rumgehämmert habt, könnt ihr den einfach austauschen. So einfach ist es. Ihr habt gerade gesehen, das dauert keine 5 Sekunden und habt ihr das Ding wieder reingedrückt. Dann haben wir hier noch Stabilisatoren und die dienen dazu, und das erkennt ihr vielleicht schon an der Größe des zentralen Stabilisators hier, bei längeren Tasten das Klackgeräusch zu reduzieren. Ihr könnt die hier, es sind schon welche verbaut, aber ihr könnt natürlich alternativ für ein anderes Geräusch oder ein anderes Klacken sozusagen noch diese hier verbauen, die dann eingeschraubt werden. Auch das ist theoretisch anpassbar und möglich. Um eure Tastatur anzupassen, gibt es hier so zwei Werkzeuge. Der eine ist dafür da, dass ihr die Tasten hier entnehmen könnt, einfach drüber ziehen sozusagen oder drüber drücken, dann könnt ihr die Taste abziehen. Das zweite Werkzeug ist dann im Wesentlichen dafür da, um halt eben den Switch dann hier rausnehmen zu können
und den dann halt gegebenenfalls zu tauschen oder einen anderen einzubauen. Man kann ja auch farbliche Switches einbauen. Also das ist ja das Coole an mechanischen Tastaturen, dass man vollkommen individualisierbar das Ganze hat. Und das ist wirklich etwas, was vielleicht für den einen oder anderen von euch interessant ist. Und ihr seht hier, wir haben auch farbige Tasten. Wir können die aber auch noch gegen weiße tauschen. Es gibt auch im Zubehör noch diverse andere Farben. Also da könnt ihr wirklich machen, was ihr wollt, sage ich mal in Anführungsstrichen. Ihr könnt euch das Ding so bauen, wie ihr es gerne haben möchtet. Mit Icons auf den Tasten, mit weißen Tasten, Abmischung, graue, schwarze Tasten. Also all das ist hier möglich. Und zwar nicht nur im optischen Sinne, sondern auch, wenn was kaputt geht oder was ähnliches, super easy zu tauschen, könnt ihr ganz ohne Probleme selber reparieren. So, also jetzt zu den Details der Monsgeek M1 V5 VIA und dieses Format nennt sich 75% Format, das hängt damit zusammen, dass wir kein Tastenfeld haben, aber etwas mehr als bei einer normalen Tastatur. Wir haben hier rechts oben noch einen konfigurierbaren Lautstärkeregler, also einen Regler, den ihr auch gegebenenfalls noch für andere Dinge nutzen könnt, als nur für die Lautstärke. Das ist hier rechts oben dieser Knopf und ansonsten haben wir natürlich das klassische Layout, was wir als ISO aus Europa sozusagen kennen. Auf der Rückseite habe ich euch vorhin schon gesagt, ist der USB-C-Anschluss, womit ihr zum einen das Ganze per Kabel verbinden könnt, zum anderen aber auch den Akku laden könnt. Ansonsten seht ihr hier, dass die Hülle einmal komplett außen rum geht. Man sieht ansonsten keine Kanten oder ähnliches. Hier auf der Rückseite habt ihr noch kleine Gummierungen. Die sorgen dafür, dass die Tastatur, die sowieso ein sehr angenehmes und hochwertiges Gewicht hat, dass diese Tastatur sich quasi auf dem Schreibtisch nicht bewegt. Ist wirklich super, wenn ihr ansonsten immer Probleme damit habt, dass ihr eure Tastatur über den Schreibtisch schiebt. Das hält hier wirklich ohne Probleme, wenn ihr da tippt. Ja, und jetzt kommen wir dazu, was halt das Besondere in Anführungsstrichen ist. Denn bei einer mechanischen Tastatur, und das ist in dem Fall hier natürlich bei der Monsgeek auch gegeben, könnt ihr alles austauschen und einzeln ändern. Habe ich vorhin schon gesagt. Zum anderen, neben den Tasten und so weiter, könnt ihr natürlich auch hier diese Gehäusehülle austauschen. Wenn ihr da eine andere Farbe haben wollt, sind auch andere Farben verfügbar, überhaupt kein Thema. Ansonsten sehen wir jetzt hier das Innenleben der Tastatur und ihr seht schon, dass wir hier verschiedenste Dinge uns nochmal angucken können. Zum einen haben wir für die Geräuschdämmung oder für die Geräuschentwicklung zuständige Dinge wie Schaumstoffmatten oder ich weiß gar nicht, was für ein Material es ist, aber es sind auf jeden Fall ist ein weiches Material, welches hier auf der ersten Ebene abfedert. Und zwar zwischen den Tasten und dem eigentlichen Board, welches nachher dafür sorgt, dass das Ganze elektronisch gesteuert wird sozusagen. Das seht ihr dann hier, wo dann alle einzelnen Tasten sozusagen verbunden sind und wo ihr auch die Switches nachher reinsteckt. Unten drunter ist dann nochmal eine leicht gummiartige Matte, die dafür sorgt, dass der Sound halt eben nicht nach unten kommt. Hier oben übrigens noch, vielleicht zur Information, sind die Schraubpunkte für die vorhin erwähnten Stabilisatoren. Hier unten dann aber, wie gesagt, die etwas zusätzliche weiche Matte, die das Ganze dann nochmal abdichtet. Und unterhalb von dieser weichen Matte habt ihr dann nochmal eine Folie, die dann wiederum den Akkubereich von dem Tastaturbereich trennt. Also ihr seht, ganz viele verschiedene Schichten. Auch hier könnt ihr einbauen, was ihr wollt und verschieben, was ihr wollt. Ändert dann den Sound. Und hier unten seht ihr übrigens noch die beiden Akkus, jeweils 4000 mAh, sodass ihr in Summe 8000 mAh habt, was im Übrigen in meinem Test nicht dafür gesorgt hat, dass in den 2, 3, 4, 5 Wochen, die ich ihn jetzt gehabt habe, die Tastatur gehabt habe, dass überhaupt der Akku einmal leer gegangen ist. Jetzt gucken wir uns aber nochmal eben an, was hier ansonsten unter den Tasten ist. Und dazu versuche ich jetzt hier mal, muss man wahrscheinlich andersrum machen, genau, bei der Caps Lock Taste muss man es in die andere Richtung machen. Zumindest versuche ich zu lernen. So, ja, irgendwie hängt sie fest. Also grundsätzlich geht es schon relativ leicht raus, weil ihr müsst die halt nur aus diesem einen kleinen Element da rausziehen. Dann haben wir hier, wie gesagt, das, was wir vorhin schon gesehen haben. Und hier drunter verbirgt sich noch ein kleiner Switch, wo ihr drei Modi umschalten könnt. Zweimal den Windows-Modus, der dann automatisch den Strom ein- oder ausstellt. Und einmal den Mac-Modus, für den das gleiche gilt, sodass die Tastatur dann automatisch erkennt, wann sie sich denn abschalten muss. Das könnt ihr hier unten drüber regeln. Findet ihr nähere Details dann aber auch nochmal in der Bedienungsanleitung, die ihr mitgeliefert wird, für wen das relevant ist. Ja, wie schon erwähnt, lässt sich das Ding individualisieren und so weiter und so fort, aber, und das finde ich persönlich richtig cool, die Tastatur hat einen super geilen Klang. Der ist zwar laut, also für ein großes Büro, wo ihr keinen stören wollt, ist es nicht gut, aber ansonsten richtig geil. Hört mal rein. Yeah.
Also ich finde es den Hammer, wie sich das anhört. Ich finde es richtig, richtig cool. Das ist natürlich Geschmackssache, will man es lauter, leiser, will man mehr klacken, weniger klacken. All das könnt ihr aber bei einer mechanischen Tastatur durch Veränderung von Komponenten halt beeinflussen. Ne? Stabilisatoren ausbauen oder einbauen, tauschen. Ihr habt die Möglichkeit quasi, genau das hier meinte ich nämlich, die Stabilisatoren einzubauen bzw. zu ändern. Ihr könnt die Matten tauschen gegen andere, härtere, weichere und so weiter und so fort. Das verändert alles den Klang. Und das muss man sagen, ist natürlich auch ein großes Highlight, was ich persönlich habe oder was ich finde, dass man halt eben die Möglichkeit hat, hier sich selber in Anführungsstrichen den Klang seiner Tastatur zu verändern. Ich persönlich finde, so wie sie jetzt klingt, schon richtig, richtig cool. Ich weiß gar nicht, wenn ich da noch nachjustieren müsste oder sollte, wie es dann klingen würde. Aber ich finde es auf jeden Fall sehr, sehr cool, wie dieser Klang von dieser Tastatur ist. Daumen hoch. So, ein weiteres Highlight von der Akkumons Geek M1 V5 ist die Beleuchtung, denn ihr habt hier nicht nur eine Tastenbeleuchtung, sondern tatsächlich eine sehr individuelle RGB-Animation, nenne ich das jetzt mal, und deswegen machen wir mal das Licht ein bisschen dunkler. Ihr seht jetzt dann hoffentlich etwas mehr von diesen Animationen, und hier seht ihr die erste. Es gibt insgesamt 16 verschiedene, die könnt ihr auch in der Geschwindigkeit und in der Helligkeit verändern. Ihr könnt das Ganze ein- und ausschalten, je nachdem, worauf ihr Bock habt. All das ist über die Tastatur selber möglich, müsst ihr auch kein Programm oder so ausführen. Hier zum Beispiel schaltet ihr jetzt über FN und Delete, schaltet ihr jetzt die verschiedenen Modi durch, und da sind ein paar richtig coole dabei, finde ich persönlich. Wenn ihr da Bock drauf habt, ist das definitiv was, was man sich mal angucken sollte. Mir gefallen vor allen Dingen auch manche Modi, die halt eben reagieren auf den Tastendruck. Ja, ihr habt hier diese Animationen sozusagen. Manchmal passiert aber auch nichts, so wie jetzt hier. Jetzt denkt man zunächst, okay, ist kaputt. Nein, ist es nicht, sondern es reagiert halt eben nur auf den Tastendruck. Finde ich, macht für mich einfach, ich finde es eigentlich ganz cool. Ja, gerade wenn man dann vielleicht auch nicht so ganz in der Dunkelheit so ganz helle Animationen auf der Tastatur haben will, sondern eben nur bei Tastendruck. Ich finde es eigentlich richtig, richtig cool. Ihr seht hier jetzt die ganzen verschiedenen Animationen. Könnt ihr euch natürlich dann im Zweifel konfigurieren, wie ihr wollt. Wie gesagt, Geschwindigkeit, Helligkeit, lässt sich alles einschalten. Und das ist aus meiner Sicht auch noch etwas, was die Tastatur definitiv hervorhebt. Wenn ihr Bock auf solche Sachen habt, beispielsweise euer Customized-Rechner hat auch schon entsprechende RGB-Beleuchtung und so weiter und so fort, dann ist das natürlich was, was super dazu passt. Aber auch wenn ihr das nicht habt, könnt ihr halt hier einen ruhigen Modus einstellen, wo nicht die Farben so ganz regenbogenartig sind, wie jetzt hier in dem Beispiel. Ja, und damit sind wir auch schon durch mit diesem Video, und ich habe jetzt so ein bisschen euch was gezeigt, was die Tastatur kann und was ich persönlich auch an Highlights hervorheben wollte. Das war zum einen die Beleuchtung, die finde ich nämlich richtig, richtig cool. Gerade dadurch, dass ihr verschiedenste Möglichkeiten habt, gibt das jedem die Möglichkeit, sich individuell zu gestalten. Dann haben wir verschiedene Möglichkeiten, das Ding zu reparieren. Ihr könnt die Switches tauschen, ihr könnt die Farben tauschen, ihr könnt die Stabilisatoren tauschen, alles so, wie ihr das haben wollt. Ihr könnt die Farben von den Tasten tauschen, ihr könnt Icons drauf machen, whatever. Ihr könnt die Tasten alle umbelegen. Über via könnt ihr die Tasten, ohne dass ihr irgendwas anderes tun müsst, auf der Tastatur verändern. Ihr könnt die Tastatur auf drei Wege mit eurem Gerät verbinden, Windows oder Mac, Kabel, den Dongle und halt auch Bluetooth. Ihr könnt drei verschiedene Bluetooth-Geräte verbinden, und der Sound ist aus meiner Sicht das absolute Highlight von dem Ding. Ich finde, das klingt einfach richtig, richtig geil, und wenn ihr das auch so seht, dann solltet ihr das Ding definitiv mal ausprobieren. Der Preis ist irgendwie, ich glaube, um die 150 Euro, wenn ich mich recht erinnere, je nach Farbe, und dafür kriegt ihr eine super verarbeitete Tastatur, die halt eben hier auch so eine richtig coole Optik hat. Zumindest denke ich das. Optik ist ja immer subjektiv. Insofern solltet ihr euch das Ding definitiv mal angucken, wenn die Highlights, die ich gerade eben hervorgehoben habe, für euch relevant und wichtig sind. Wer noch Fragen hat oder vor allen Dingen auch, wer mich verbessern möchte, weil ich irgendwas falsch gesagt habe in diesem Spezialgebiet mechanische Tastaturen, der schreibt mir herzlich gerne in die Kommentare. Links findet ihr wie immer in der Videobeschreibung. Ich danke euch fürs Zusehen und sage am Ende wie immer, Alexa, Kamera aus. Okay.